Hallo, ich bin Christian Solmecke, Rechtsanwalt und Partner der Kölner Medienrechtskanzlei Wildeborger und Solmecke. Und heute geht es um ein Thema, das vielleicht viele von euch betrifft, nämlich inwiefern ihr für verlinkte oder eingebettete YouTube-Videos haften müsst. Mit diesem Fall hatte sich jetzt das Landgericht Hamburg zu befassen. Und zwar ging es um den Blog eines Rechtsanwalts. Und dieser Rechtsanwalt hatte ein Video von ZDF Wieso eingebettet in seinem Blog. Und in dem Video ging es um einen deutschlandweit bekannten Krebsarzt. Und das Video hatte negative Tatsachenberichterstattung über diesen Krebsarzt geäußert und der Krebsarzt selbst ist auch gegen Wieso, ZDF Wieso vorgegangen. Jetzt war es so, dass der Rechtsanwalt zwar wusste, dass es hier einen Rechtsstreit um das Video gab, aber keine Ahnung hatte, dass dieser Rechtsstreit bereits beendet worden ist, denn ZDF Wieso hatte verloren und offenbar gab es dort beleidigende oder unwahre Tatsachen und aus diesem Grund durfte das Video nicht weiter von dem ZDF Wieso Programm weiter verbreitet werden. Letztlich stellte sich jetzt die Frage, ob der Anwalt in die Haftung gezogen werden kann, wenn er ein Video embedded, also einbindet, welches mittlerweile von einem Gericht verboten worden ist. Das Landgericht Hamburg sagt, ja, das ist der Fall, denn der Anwalt hat sogenannte Prüfpflichten verletzt. Da er wusste, dass es hier einen Rechtsstreit gab, hätte er mal nachhorchen müssen, wie denn der Stand der Dinge ist. Und das Landgericht Hamburg sagt sogar, der Anwalt hätte mal bei dem Krebsarzt nachfragen müssen, ob denn das, was in dem Video vom ZDF zu sehen ist, alles wahr ist. Nun, wie ist dieses Urteil des Landgerichts Hamburg zu beurteilen? Ich selbst glaube, dass das ein Fehlurteil ist, dass die Prüfpflichten so weit nicht gehen können. Es ist ja klar, was passiert wäre, wenn man hier den Krebsarzt nochmal um Auskunft gebeten hätte. Der hätte natürlich gesagt, alles falsch, denn das war ja genau sein Vortrag in dem einstweiligen Verfügungsverfahren. Und der Bundesgerichtshof und auch das Verfassungsgericht, die halten unser Recht auf freie Meinungsäußerung eigentlich sehr, sehr hoch in Deutschland. Das heißt, der Kommunikationsfluss und dass überhaupt Diskussion und Meinungen entsteht, das ist sehr weit geschützt und darf nicht schon im Kern abgewürgt werden. Und da liegt die Krux dieses Falles, dass hier schon sehr früh eine Weiterverbreitung von Videos oder von Informationen gestoppt wurde von einem Gericht und dadurch Meinungsvielfalt schon im Kern erstickt worden ist. Denn nochmal zur Erinnerung, der Arzt wusste ja gerade nicht, beziehungsweise der Anwalt wusste ja gerade nicht, dass dieses Video hier verboten war. Ich gehe davon aus, dass das nicht die letzte Instanz ist, aber ihr seht selbst, dass man für eingebettete Videos schnell in die Haftung kommen kann, wenn die Videos falsche Tatsachen, Aussagen enthalten und dass teilweise Gerichte die Hürden hierfür sehr, sehr hoch anlegen. Insofern, immer wenn ihr was weiterverbreitet oder in eure Webseiten einbettet, solltet ihr euch kurz Gedanken darüber machen, ist das hier haftungsrelevant, könnten wir hier irgendwo Schwierigkeiten bekommen und wenn das der Fall sein sollte, dann lieber die Finger davon lassen. An dieser Stelle nochmal vielen Dank fürs Zuschauen. Wir freuen uns auch über jeden neuen Fan auf unserer YouTube-Seite. Das ist wbs-law.tv. Da könnt ihr unseren YouTube-Kanal abonnieren. Oder ihr könnt Fan unserer Facebook-Seite werden, die-aufklärer.de. Damit kommt ihr direkt auf unsere Facebook-Fanpage. Tschüss und bis zum nächsten Mal.